Geburtstag und er ist ein Jahr alt geworden und heute werden die Geschenke geöffnet. Wollen wir direkt mit der Quenchy-Torte anfangen? Ja? Fangen wir mal an mit dem Auspacken, würde ich mal sagen. Also die Quetschi-Torte kommt am besten an. Wirklich mega schön geworden, ein bisschen schon auseinandergenommen von dem Kleinen, aber er hat sich sehr gefreut. Sollen wir nicht das nächste Geschenk aufmachen? Guck mal! Und? Oh, guck mal! Ein Polizeiauto! Sehr interessant, oder? Müssen wir das Auto mal gleich rausholen? Erstes Puzzlebuch. Oh mein Gott, guck mal, was du für ein Buch bekommen hast. Das erinnert mich komplett an meine Kindheit. Was ist denn hier drin? Oh mein Gott! Was hast du denn hier bekommen? Oh! Oh, ist das groß, ne? Zusammen auf. Ein Mercedes-Lenkrad. In deinem Alter hatte ich auf jeden Fall noch keinen Mercedes. Also den Mercedes, den kriege ich irgendwie jetzt gerade nicht aufgebaut. Da müssen wir mal kurz auf den Papa warten. Wir können ja mal gucken, was hier drin ist, würde ich sagen, oder? Oder Mausi, welches Geschenk sollen wir jetzt als nächstes öffnen? Klare Entscheidung, er möchte entweder das fette Paket hier aufmachen oder einfach den Papiermüll, ja, behalten. So, nee, da müssen wir wieder aufpassen mit der Schere, ne? Dann öffnen wir mal das fette Paket. Mausi rennt hier ein bisschen um den Block. Meine Mama geht die Geburtstagskarten anschauen mit Muckileinchen. Oh mein Gott, Leute, hier ist einfach noch ein Mercedes drin, aber das ist so ein elektrischer. Will ich das Auto rausholen, weil das ist schwierig mit ihm zusammen zu machen. Das Auto ist definitiv schwerer, als ich dachte. Boah, das ist ganz schön schwer, dein Mercedes hier. Also ich habe noch keinen Mercedes. So. Ich glaube, er freut sich. Ja, freust du dich? Ja, willst du denn aufbauen? Ja. Kannst du mir helfen? Also ich wäre jetzt dafür, dass wir erstmal den Sitz auspacken, weil der sieht zusammengebaut aus. Da an, es aufzumachen. Super machst du das. Komm, wir machen das auf. Hast du einen eigenen Sessel hier im Wohnzimmer? Einen eigenen Sessel hier im Wohnzimmer? Oh. Wow, das ist dein eigener Sessel. 2, 3. Hui. Oh. Wow, du bist ein Chef. Ja, die Omi ist auch da, ne? Oh, du hast dein Dreirad entdeckt. Ist irgendwie relativ viel hier, ne? Na, die Sonne blendet dich, ne? Wow, willst du mal damit fahren? Nein. Ui. Oh. Ist also ein bisschen zu schwer für dich, ne? Ui. Und noch eine Runde mit dem Dreirad. So, Muckibärchen findet den Sitz total toll und klasse. Ja, jetzt machen wir weiter auf. Oh, nicht gegen den Kopf knallen. Komm, ich helfe dir. Oh Gott, was ist das? Das sind Tiere, die man an die Badewanne kleben kann. Och, wie toll. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter die Geschenke auf. Was ist das? Decke. Och, wie schön. Zeig doch mal die Decke. Oh, ist da ein Löwe drauf? Wow, ein rotes Geschenk. Wow, ein wunderschöner Wintermantel. Uns einig, der Kleine will unbedingt entweder dieses Geschenk aufmachen oder das Fahrrad sich anschauen. Jenny geschenkt. Es ist noch zu groß. Das Dreirad war ja, oder das, ja doch, das Dreirad war auch zu groß. Aber wie schön ist bitte dieses Fahrrad? Also stylischer geht's nicht. Du wirst der Hit bei jedem Mädchen sein, ne? Und das nächste Geschenk. Was ist? Das macht ja schon Geräusche. Fahrschule. Oh, das gefällt dir aber, ne? Das ist ja richtig cool. Ich werde Spaß haben mit der Hupe. Ich kann mich noch an meine ganzen Babybilder erinnern, wo ich auch so viele Geschenke bekommen habe. Ich glaube, das ist schon sehr aufregend für die kleinen Mäuse.
So, der Papa ist jetzt da. Mucki will auf jeden Fall mit dem Aufbau helfen. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es gleich aufgebaut aussieht. So, das erste Rad ist dann auch mal dran. Jetzt kommen auch noch die Felgen hier drauf. Also ich muss schon sagen, das sieht schon sehr nice aus. Die Mercedes. Den machen wir jetzt mal an. Cool, jetzt setzen wir den Kleinen mal rein. Und es geht los. Ui, guck mal, jetzt macht euch Spaß. Du mit deinem eigenen Mercedes-Benz hier. Wir machen jetzt die restlichen Geschenke ohne den kleinen Mucki auf. Ich glaube, das war schon sehr, sehr viel. Süß! Guck mal bitte. Eine Bärenjacke. Sehr cool. Eine Bärenmütze, aber wirklich, die ist komplett, also dass die Ohren komplett bedeckt sind. Ich weiß auch, das sind doch diese Sturmhauben, nur in schön. Ich hatte damals eine komplett in schwarz und ich sah aus wie ein Bandit. Süß. Ich habe auch so ein ähnliches und dann kann man halt immer hier so die Klappen öffnen. Also mega gut, weil es ist auch sehr spielerisch und da kann der Kleine auch nochmal lernen. Also es ist ein sehr, sehr schönes Geschenk. Ist das denn ein Ziehtier mit Motorikschleife? Weißt du, wie süß dieses Buch ist? Machen wir das hier rein. Ah, das war jetzt nicht das von meiner Cousine. Ich habe mir extra Strumpfhosen ein bisschen größer bestellt, sage ich schon, gewünscht. Aber ich glaube, die sind schon arg groß. Passe ich ja schon fast rein. Das ist von der Jenny. Sie hat auch das Fahrrad geschenkt und die Quetschi-Torte, aber Jenny übertreibt immer gerne. Tschüss. Das ist ja richtig knuffig. Ah, ich habe sogar so eine ähnliche. Da ist der fast rausgewachsen und ich bin so traurig darüber. Deswegen, ich freue mich sehr, 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 sehr doll darüber. Schön. Wie schön sind bitte diese Sachen. Oh, eine Latzhose mit einem Teddybär drauf. Sie weiß, wie sehr ich einfach Badesachen für den Kleinen liebe. Eine Ananas, eine SpongeBob-Ananas und ein Regenbogen. Süß, noch eine Latzhose. Ist noch ziemlich lang, aber naja, Kinder wachsen. Kann man auf jeden Fall irgendwann noch anziehen. Bogen in grün, Jogginganzug. Ah, der ist richtig groß, ne? Aber der ist richtig schön und dazu hat sie auch noch das passende Oberteil für ihn gekauft. Eine Brotdose für eine Banane. Mein Gott, wie viel? Kennst du das? Wilde Tiere. Ah, hier. Ah, habt ihr das gesehen? Das ist ja richtig cool. Aber richtig coole Idee. Ach hier, das geht leichter. Oh, das ist ja mega nice. Der Tiger. Jacke für den Winter. Cute. Auch relativ groß. Und eine Safari-Flasche. Krankenwagen. Dann kann ich immer sagen, wenn du wissen willst, was dein Papa immer macht, der fährt immer mit dem Krankenwagen. Das ist das allerletzte Geschenk. Ich bin jetzt schon neugierig. Das ist ja cool. Das ist wie so ein kleiner Käfig. Und dann kann der Kleine hier immer versuchen, die Gegenstände rauszuholen und dann hier wieder so reinzustecken. Da saß ich drauf, das habe ich ganz vergessen, also war es doch nicht das letzte. Toni, ein Schlaftoni. Freddy, alle Geschenke sind ausgepackt und ja, er wird nicht alles auf einmal bekommen. Also ich freue mich über den Daumen nach oben. Die sind irgendwie im ganzen Haufen verschwunden. Hier noch ein paar Safari-Bilder, die ich dann aufhängen kann.